Und dann würde ich gerne den Zeitpunkt jetzt setzen und Sie herzlich begrüßen zu einem Abend, auf den wir ganz lange hingefiebert haben. Und jetzt ist er da, 31. Oktober, gleichzeitig Halloween. Das haben wir natürlich auch immer gewusst. Toll, dass Sie sich hierfür entschieden haben. Und 31. Oktober war zum einen das super Datum, weil da sehr sportlich der Katalog erscheinen sollte, der nämlich diesmal nicht zur Ausstellungseröffnung am 27. September schon vorliegen konnte, weil unbedingt in den Katalog Ausstellungsaufnahmen sollten. Also Sie haben die Ausstellung sicherlich schon gesehen und dass die ja wirklich eine Installation ganz eigener Art auch ist und dass sie der Rückblick auf die mehr als 20-jähriges bildkünstlerisches Schaffen von Carsten Nicolai eben im Grunde in dieser Ausstellung wie in einer nochmal eigenwertigen, eigenen Installation gefasst wurde. Und da haben wir eben gedacht, das muss unbedingt im Katalog dokumentiert werden. Ist es jetzt auch? Also er ist sehr, sehr schön geworden. Ich halte ihn hier mal nach oben. Sie können den natürlich auch gerne erwerben. Ab jetzt liegt er hier an der Kasse. Und ich möchte gleichzeitig ganz herzlich Carsten Nicolai begrüßen, weil das war auch für uns so schön, dass wir uns dann im Grunde kurz nach der Eröffnung, also 4 Wochen nach der Eröffnung, nochmal wiedersehen würden hier und dass du das zugestimmt hast, hier anstatt eines Artist-Talk, was wir natürlich auch immer gerne haben, uns angeboten hast, stattdessen vielleicht eine Listening-Session zu machen und Stücke vorzuspielen, die dir was bedeuten und die ein bisschen zu kommentieren. Aber bevor wir das machen, würde ich gerne noch ein bisschen über den Katalog sprechen und auch gerne mit dir, Carsten, über den Katalog sprechen, denn du hast ihn selbst gestaltet, das hast du aber schon mehrfach gemacht, oder? Du hast einen Grafiker in Berlin, mit dem du schon mehrfach die Kataloge gestaltet hast. Und bedeutet dir das viel, oder ist das auch noch ein Teil der künstlerischen Arbeit? Ja, oder? Man versucht ja immer alles unter Kontrolle zu kriegen. Und mir macht das einerseits ungeheuer viel Spaß, Dinge zu gestalten. Also, das hat also auch da wieder autodidaktisch angefangen. Und der Nuno Dalus, mit dem ich das zusammengestalte, das ist ein ehemaliger Assistent von mir, der hat so ungefähr vor 10 Jahren kam, der mal hat am Studio geklopft, ob er bei mir Assistent werden kann. Da war er noch Student, ist selber eigentlich Künstler und hatte so ein Stipendium bekommen, wo er sozusagen vom portugiesischen Staat ein Jahr lang bei einem Künstler arbeiten konnte, for free. Also ich habe da nichts bezahlt, das war natürlich super. Und damals hatte ich so ein Projekt, das war ein Buch, das hieß Grid Index. Ich habe so ein Archiv an verschiedenen Rastern entworfen. Und das war eine Sammlung von zum Schluss waren es 400 verschiedene Rastersysteme und die habe ich dann sozusagen archiviert und katalogisiert, also sehr wissenschaftliche Systematik geschaffen. Und in dem einen Jahr habe ich dann mit Nuno zusammen dieses Buch gemacht. Das waren fast 400 Seiten über diese Grid-Systeme. Das ist leider total vergriffen, aber ist ein sehr, sehr schönes Buch geworden, was viele Designer auch benutzen können. Die ganzen Daten sind drin, die kann man weiterverwenden. Und ich habe sozusagen mein Archiv dann, und das war so erfolgreich, nicht nur das Buch, sondern sein Stipendium war so erfolgreich, dass die Regierung ihm dann nochmal ein Jahr ein Stipendium gegeben hat. Und dann haben wir noch ein Buch gemacht über Moiré-Systeme. Und seitdem haben wir, er ist selber Künstler und Musiker und arbeitet an so einer ähnlichen Schnittstelle wie ich. Also nicht anders natürlich, aber und jedes Mal, wenn ich jetzt so einen Katalog mache, dann rufe ich ihn an und frage, ob er nicht wieder kommt. Und dann sitzen wir einen Monat zusammen und machen das zusammen. Und das ist eigentlich immer ein super Team, weil wir müssen über ganz wenig sprechen.
weil wir, die Ästhetik und alles ist ganz definiert bei mir. Und da konnten wir das auch stemmen innerhalb von, wir haben ja den Katalog mehr oder weniger innerhalb von 14 Tagen fotografiert und designt. Und ich glaube, das wäre mit dem Team, auch die Fotografin, die Julia Goy, die dann das Spiel nochmal fotografiert hat. Das war alles ziemlich sportlicher Zeitplan, würde ich mal nennen. Aber das, ich bin sehr froh, dass das Buch heute hier ist. Ja, ja, wir umso mehr. Also wir sind, weil Linda Walter, die Co-Kuratorin der Ausstellung, ist auch hier und war ja, und wir beide waren auch viel zusammen und haben dann mit euch die Texte und alles hingeschrieben. Ich möchte auch schön herzlich begrüßen Frau Seemann, die uns beim Lektorat so wirklich wahnsinnig gut geholfen hat. Es war viel wie immer und es ging hin und her und zog sich dann noch in ihre Urlaubszeit. Das war mir ein bisschen peinlich. Also vielen Dank, dass Sie das für uns gemacht haben. Ja, ich möchte auch herzlich Katrin Dreckmann begrüßen, die einen wirklich tollen Text hier auch beigesteuert hat. Und vielleicht können wir ein bisschen über das Inhaltliche auch sagen. Also wir haben natürlich was über die Ausstellung, Texte über die Ausstellung geschrieben. Und die Texte waren natürlich auch schon da dann zu dem Zeitpunkt, als es dann mit der Gestaltung losging und dem Fotografieren. Aber das Fotografieren war tatsächlich erst am 30. September, kurz nachdem die Ausstellung eröffnet hatte. Julia Goyt, du hast sie schon erwähnt, eine Fotografin, mit der du auch schon sehr lange zusammenarbeitest. Mhm. Ja, ja, so 4 Jahre. Mhm. Ja. Und so kam dann dieses Buch zusammen und vielleicht ganz kurz darf ich was zu den Beiträgen sagen, dass Linda Walter hat monografisch eigentlich einen großen Text geschrieben über die Arbeit Unicolor von 2014, die ja auch hier in der Ausstellung einen ganz besonderen Raum einnimmt, einen großen Raum einnimmt. Ich habe mehr oder weniger so einen Einführungstext, Überblickstext gemacht und habe mich da ein bisschen an einer Sache festgehakt, die wir so ganz am Anfang der Ausstellungskonzeption gefunden hatten, nämlich die große Liebe zu Andrei Tarkowskis Film Solaris, der dann auch, und das möchte ich gerne mal zeigen, hier im Buch dann zu der Farbe Lila kommen wir gleich, glaube ich. Also es gibt immer wieder so Inserts, die eben, weil wir nicht schwarz-weiß, sondern lila-weiß gedruckt haben, vorkommen im Buch. Und hier könnte man denken, wer hat das eben, hast du das gesagt? Oder hier Judy Lübcke? Linda hat mir das erzählt. Oder Linda, da hat jemand gesagt, habt ihr fotografiert während des Ausstellungsaufbaus? Ne, man könnte das denken mit den Bullaugen und dem Zeugs, was da rumliegt. Aber Filmkenner werden sehen, dass das ein Still ist aus dem Film Solaris, wo nämlich das Raumschiff, das die Solaris beobachtet, hat diese Bullaugen und das ist wirklich frappant ähnlich zu den Bullaugen, die wir hier im Haus im Untergeschoss haben. Und insofern war das am Anfang so eine Idee, die hier vom Haus kam, sich mit dieser Idee zu beschäftigen, das Film, die Ausstellung als Filmset. Ja, das ist natürlich irgendwie, das war so naheliegend, wenn man diese Bullaugen sieht und dahinter das Wasser, dann ist das Solaris natürlich. Ja, das Bild ist, das Metapher ist sozusagen von Solaris geprägt. Wo ich in den Raum reinkam und das gesehen habe, dachte ich so, das ist ja auch. Ja, aber ich muss auch sagen, also wenn man den Film, ich habe mir dann den jetzt nochmal genau angeguckt und wenn man dem im Hinblick auf deine Ausstellung, das ist wirklich unglaublich, was da für Ähnlichkeiten, also diese Idee, die Ausstellung als ein Filmset zu begreifen, als ein Ort, ein Labor, ein Forschungslabor, das trägt wirklich sehr weit. Also da gibt es viele auch eher ästhetische Ähnlichkeiten aus dem Film. Ja, das ist total verrückt. Bei der Suche nach dem Still-Image, was ich in Erinnerung hatte, habe ich natürlich mit dem ganzen Film nochmal durchgeguckt und habe dann so viele andere Motive gefunden in dem Film, wo ich dachte, ja, das, also gibt es wahnsinnig viele Bezüge zu anderen Arbeiten noch in dem Film. Ja, genau. Das habe ich aber also überhaupt nie realisiert. Das habe ich erst dann realisiert, wo ich dieses Bild gesucht habe in dem Film. Ja, also mag es auch nur eine Metapher oder eine Idee sein, aber es ist auf jeden Fall
ist die Ästhetik, von Tarkowski-Filmen, und du sagst ja auch, das ist einer deiner Lieblingsfilmregisseure, und das kann man wirklich ganz deutlich in der Ausstellung nachvollziehen, auch an so Stellen wie bei Tele mit dem Laserstrahl oder überhaupt auch die ganze Soundebene, die die Ausstellung hat, was ja mehr ein Knistern und Fiepen und Knattern ist, aber nicht wirklich ein irgendwie melodiös durchkomponierter Sound. Und dafür sind Tarkowski-Filme auch so bekannt, dass da eben mit einem Soundkünstler wie Edward Artemjev, der nämlich einer der ersten war in der Sowjetunion, der mit dem Synthesizer arbeitete, dass der den Soundtrack gemacht hat zu den Filmen von Tarkowski. Das ist der eine Einstieg. Dann haben wir, ich habe es gerade schon erwähnt, einen Text von Katrin Dreckmann, die hier an der Heinrich-Heine-Universität Medienwissenschaftlerin ist und die ihre Doktorarbeit geschrieben hat. Das muss ich noch mal fragen, zu Soundsystemen, können Sie das kurz selber? Ich weiß, Speichern, ja genau. Also das war wirklich ein, ich sage es nochmal, also zu Aufschreibesystemen und zu Speicherprozessen und auch viel zu Noise, zu Geräuschen und das mit diesem Blick die Arbeiten von Carsten Nicolai zu beschreiben, das finde ich ist ein ganz, ganz besonders gelungenes Moment. Und da muss man vielleicht als Kunstwissenschaftler auch sagen, dass man da dieses Instrumentarium, was jetzt aus der Medienwissenschaft kommt, nicht so direkt parat hat. Und deswegen möchte ich nochmal ganz herzlich auch an der Stelle für diesen Beitrag danken. Und dann gibt es ein zweites unglaubliches, eine Koinzidenz mit eben gerade Katrin Dreckmann und einer zweiten Literaturwissenschaftlerin hier aus Düsseldorf, Verena Meis, die leider heute Abend nicht da sein kann. Denn Verena Meis und Katrin Dreckmann haben nämlich 2015 hier in Düsseldorf das Qualleninstitut gegründet. Und wir haben, wenn Sie die Ausstellung gesehen haben oder gesehen, dass es in der Ausstellung eine Arbeit von Carsten Nicolai gibt, die den Titel heißt 98% Wasser aus dem Jahr 2002. Das ist quasi eine Art Ready-Made, kann man sagen. Du hast 2002 zum ersten Mal in Tokio ein Quallen-Aquarium mit in eine Ausstellung gestellt. Kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen, wie es dazu kam, was du damit verbunden hast und wie es dann zu deiner eigenen Arbeit wurde? Ja, es ist immer noch nicht ganz meine eigene Arbeit. Also ich begreife das immer noch als eine Arbeit, die ich mir sozusagen borge, ähnlich wie die Nebelkammer. Als ich diese Einladung bekommen hatte zu der Ausstellung in Tokio, also war übrigens das erste Mal, das ist jetzt das zweite Mal, dass die Arbeit überhaupt je gezeigt wird. Ich habe die Arbeit eigentlich dazwischen nie noch mal zeigen wollen. Das ist so interessant, weil du führst sie aber mit in deinen Werkverzeichnissen. Das ist toll. Das ist wirklich sehr besonders. Ja, ich habe die vielleicht deswegen nicht gezeigt und vielleicht auch deswegen, weil es gab eine ähnliche Konstellation in dieser Tokio-Ausstellung wie jetzt gerade hier. Die haben mir das ganze Museum gegeben. Also das klingt jetzt total viel. Aber es war ein sehr kleines Museum von Mario Botta gebaut. Das sind sozusagen 4 Etagen und da gibt es ganz viele unterschiedliche Räume von sehr großen, sehr hohen bis sehr kleinen. Und wenn man so ein ganzes Museum bespielt, war mir es immer ganz wichtig, so Kontexte zu kreieren, die mir sehr am Herzen liegen, aber die nicht in meinen Arbeiten wirklich unbedingt vorkommen. Also so Gegenüberstellungen zu schaffen, wo man die Arbeit, die man zeigt, vielleicht auch sozusagen kontert oder versucht, die in den Kontext zu präsentieren, wo die beginnt, besser zu funktionieren. Also für mich, in dem Fall war das, ich wollte unbedingt was Lebendiges in der Ausstellung haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das war auch zum Glück
überhaupt kein Problem, weil die Japaner essen ja die Quallen und für die ist das jetzt sozusagen jetzt keine Tierquälerei. Muss dazu sagen, ist auch hier keine Tierquälerei, wir haben da sehr drauf geachtet. Wir haben dann extra ein spezielles Umwirbelungssystem, dass sie sich wohlfühlen. Und also es gibt zwei Aspekte, was an den Quallen mich immer interessiert hat. Das eine war natürlich, dass es ein komplexes organisches Wesen ist, wo sozusagen, deswegen heißt die Arbeit 98%, das besteht aus 98% aus Wasser. Und diese 2% kreieren, also dieser kleine Baustein von 2% macht es zu einem Lebewesen. Und gegenüber, in demselben Raum, gab es eine Arbeit, ein Rössler, einen Lorenz-Attraktor, jetzt wird es wieder mathematisch, Vorsicht, das sind sozusagen Formeln, die beschreiben Bewegungsabläufe, muss ich das so vorstellen, dass das sind grafische Muster, wo man nicht genau beschreiben kann, wo welche, also wie eine Kurve, die sich sozusagen in sich schließt, wo man nicht genau feststellen kann, wie die, also wo jeder einzelne Punkt liegt, aber die einen Bewegungsablauf beschreiben, also eine Bewegungsform, ähnlich wie Feuer eine Bewegungsform hat, die nie gleich ist, oder ein Strudel im Wasser. Und da gab es diesen sogenannten Lorenz-Attraktor, der ist nach dem Mathematiker benannt, Lorenz. Kommt viel aus der Chaos-Theorie. Das ist sozusagen ein sehr großer Schritt für die Mathematik gewesen, weil sozusagen das erste Mal nicht wirkliche einzelne Resultate ausgerechnet werden, sondern Bewegungsabläufe. Und die wurden dann Attraktoren genannt, weil sie sehr attraktiv waren. Also für uns so was wie so ein Lagerfeuer haben, wo man immer reingucken kann und man sieht sich nicht satt, sozusagen, weil diese Bewegungsabläufe immer ähnlich sind, aber nie gleich. Und Chaostheorie nur hin und her, das war natürlich damals irgendwie auch gerade so sehr, sehr diskutiertes Thema, wie auch in gewisser Art und Weise auch ein Beweis, wie viel Wissen wir besitzen, schon über dass wir das mathematisch ausdrücken können, also chaostheoretische Ansätze. Und ich wollte das einfach mal ganz kurz kontrahieren mit einer Qualle, um einfach mal so diese Riesendiskrepanz zu zeigen, wie wenig wir doch wissen. Also das so ein komplexes, organisches Wesen wie eine Qualle einfach noch so viel mehr Komplexität besitzt, als das, was wir denken, was wir schon als komplex empfinden. Und diese Polarität. Ja, und was uns, glaube ich, auch so an die Grenzen dessen bringt, was wir beschreiben können. Also wenn ich mir die Quallen hier anschaue, und das ist so wirklich so ein Faszinosum, diese Bewegungen zu sehen, dieses sich treiben lassen, aber trotzdem irgendwie agieren. Und das ist also wirklich ein sehr, also nicht umsonst eigentlich ist die Qualle so ein Inbegriff in der Medientheorie oder in den letzten Jahren geworden. Also das hat auch was mit Digitalität zu tun, das hat was mit ökoglobalen Aspekten zu tun. Also das ist ein ganz, ganz, ganz interessantes Wesen eigentlich. Und das alles ist auch Gegenstand dessen, was im Qualleninstitut erforscht wird. Und da darf ich vielleicht gleich hier mal auch schon ankündigen, dass am nächsten Mittwoch hier eine Soundperformance stattfinden wird mit Katrin Dreckmann und Verena Mais vom Qualleninstitut. Auch die Quallen sind hier dann auch in dieser lila Tonigkeit mit in den Katalog aufgenommen. Jetzt zeige ich aber doch vielleicht mal noch ein paar andere Bilder, dann das Ganze eben, das ist jetzt übrigens hier die Apsis vom K21, die so sehr eben diesem Still aus dem Solaris-Film ähnelt. Wollen wir vielleicht noch, weil ich will jetzt gar nicht so lange dich abhalten oder uns vor der Musik, auf die wir uns ja alle sehr freuen, aber ich würde doch gerne noch mal ein paar Worte sagen zur Farbigkeit, wenn man die Bücher sieht, die du bisher produziert hast, in vielen Fällen eben auch
alleine mit Nuno zusammen gemacht hast, also nicht an fremde Grafiker gegeben hast, dann ist da viel schwarz-weiß, also eigentlich fast ausschließlich schwarz-weiß. Es gibt einen grünen Katalog aus Ichihara. Ja, den habe ich nicht gemacht. Den hast du nicht gemacht. Ja, der ist aber, der ist auch, da ist auch die Schrifttype grün, so wie sie hier lila ist. Aber wie kam es zu dem Lila? Gute Frage. Also es war irgendwie klar, dass sehr, sehr viel Text kommt. Wo ich dann die Texte gesehen habe, wurde mir das dann auch gesagt, dass es auch in gewisser Weise nicht nur ein Bilderkatalog wird, was oft der Fall ist, sondern dass es auch ein Textbuch wird, also ein Lesebuch. Und Typografie ist so, wenn, also es ist dann schon, wenn man es nur schwarz-weiß druckt, dann heißt das, dass mindestens die Hälfte des Buches dann sozusagen irgendwie schon etwas, ja, es könnte irgendwie auch ein bisschen zu traurig wirken. So. Und ich wollte das gerne ein bisschen luftiger. Das ganze Buch leicht, wollte ich es vor allen Dingen. Also nicht nur leicht im Design, sondern leicht auch im Gewicht. Also das ist ein sehr leichtes Buch. Und und habe dann mich auch entschieden für ein offenes Papier, also für ein Papier, wo man das eine gewisse, also atmet. Und da ist das Lila eigentlich, da hat man relativ wenig, also man kann dann Grau nehmen, aber das war mir immer noch zu, das war ein bisschen riskant, dachte ich, jetzt versuchen wir mal mit einer Farbe was. Und Lila ist natürlich hat eine Menge Referenzen für mich. Es gibt so ein Label, was das kam jetzt nicht daher, aber ich glaube, dass es nicht ganz uninspiriert war. Es gibt ein Label, früher das elektronische Label, was auch sehr inspirierend immer war. Es war Warp Records. Die haben alle Cover immer violett gemacht. Und wenn man Typografie, also es musste eine dunkle Farbe sein natürlich. Also ein Gelb hätte jetzt nicht funktioniert, das wäre nicht lesbar gewesen. Aber also so habe ich immer zu diesen Blautönen und habe das dann immer wieder ins Violett tendiert, weil ich finde das eine ganz tolle Farbe, das Violett. Also ich kann es jetzt schwer beschreiben, warum, aber... Ja, bei Farben ist es ja oft so, man kann es nicht wirklich beschreiben. Wir haben nur herausgefunden, dass dieser Ton dieses Jahr bei Pantone die Farbe des Jahres ist. Achso, ja, vielleicht bin ich voll im Trend. Das ist irgendwie, sind Farben, haben so diesen super subjektiven Opfer dieses Trends geworden. Und das haben wir jetzt, das ist sehr, sehr schön. Also ich halte es noch einmal hoch, dass Sie das Lila, weil ich finde das auch sehr beherzt, das Lila. Also ich dachte, als ich vorher Violett-Lila dachte ich, naja, das wird schon mehr, es gibt ja auch Lila, was mehr ins Gräuliche geht, aber das ist jetzt doch wirklich ein echtes Lila-Lila und sehr schön. Also ich mag es sehr, sehr gern. Ich möchte gern an der Stelle auch noch einer Person danken, die jetzt gekommen ist, die jetzt gerade in ihre Mails guckt. Anne König vom Spector Books aus Leipzig. Das freut mich sehr. Also der Verlag ist wirklich sehr ausgezeichnet worden. Darf ich hier auch noch mal sagen, letzte Woche auf der Buchmesse in Frankfurt mit dem Verlagspreis 2019. Ganz toll und wir sind jetzt hier ganz stolz, dass wir mit Ihnen zusammen dieses Buch machen konnten und schön, dass Sie heute Abend kommen konnten.